Nee, 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 geh bloß weg. Geh bloß weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. So, eben schnell den Computer aktivieren. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass mich das Alien da erwischt hat. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Was denn jetzt? Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich denn wissen, dass der Schaltkreis aktiv ist dann? Komplett alle oder was? I don't know, was soll ich denn tun? Okay, eins haben wir schon. Ich schnall das nicht. Ich schnall das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Na toll, super. Mein Gott. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden hier. Mein Gott. Ja, supi. Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Also, partout nicht. Und vor allem, was für eine Eingabe soll ich denn da drücken? Hä? Ach, jetzt habe ich wieder Kreis gedrückt. Toll. Nein, oh Mann. Ich schnall das nicht. Prost erstmal zusammen. Ach so. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich glaube zumindest.
Ah, ich stand ja auch dran mit dem. Oh. Sie leben, Ripley hier. Taylor, das ist Ripley. Sie haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind Sie? Kennen wir ja schon. Also, los geht's. Jetzt nicht zu schnell, Reflex. Nicht zu schnell. Und hier werde ich jetzt erstmal speichern, ja? Boah, so, erstmal speichern. Also, los geht's. Oh, EMP haben wir bekommen. Können wir das schon... Oh ja, basteln können wir schon. Das ist gut für die Typen, die können wir nämlich gut ausschalten mit dem EMP. So. Hallo? Hallo? Also, weiter geht's im Text. Ah, hier waren wir vorhin auch, genau, stimmt. Hier war noch die Kiste. Und im Computer stand eh nichts drin, also können wir auch direkt weitergehen. Mann, ist die Taschenlampe hell. Oh mein Gott. Paparazzi. So. Da gucken wir noch mal. Okay, scheint sauber zu sein. Noch. Gucken wir mal. Und jetzt schleichen wir. Wir rennen nicht, wir schleichen. Mal gucken, ob das Alien dann trotzdem uns irgendwie erwischt. Das wäre der Hammer. Oh! 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 Oh, oh. Hier waren wir vorhin auch und dann sind wir gestorben. Ich hoffe mal, dass wir es die mal packen werden. Ich hoffe mal. Mein Gott, ist das spannend. Oh oh. Oh oh. Oh! Oh! Ach du Kacke. Ja, ich glaube, ich will ich hier lang? Wir müssen hier lang, auf jeden Fall. Nach rechts, ja. Diesmal ist es besser geklappt als wie mit dem Alien. Ich glaube, wir schaffen es diesmal. Ich hoffe mal. Oder sind wir... Ah ne, wir sind ja vorhin auch mit dem Fahrstuhl gefahren, ne? Ich werde hier mal eben schnell speichern. Dass wir das nämlich ganz schnell hier eben... Oh, mach fertig mit Speichern. Boah, diese Speicheranimation, die macht mich fertig. Ich brauche ehrlich gleich erstmal so eine Ibuprofen oder sowas. Gott. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle einschaltet. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Und falls ihr mich sehen wollt auf YouTube, einfach Werbung reinschreiben in den Chat. Dann schreibt der Nightbot meinen YouTube-Channel.
oder halt Reflex GER suchen. Und wir sind weiter. Und wir kriegen Kundschaft. Nee, hier war das... Nee, warte mal. Waren wir hier nicht? Nee. Ich trau mich gar nicht zu rennen, weil wegen dem Alien, wegen dem scheiß Drecks-Alien. Auf jeden Fall haben wir schon mal gespeichert. Das ist schon mal supi. So. Jetzt heißt es... Wir müssen rechts lang, ja. Ah, hier waren ja vorhin auch diese Typen, ne? Stimmt ja. Ich trau mich nicht zu rennen. Ich weiß nicht warum. Wir sind scheiß Alien durch diese Lüftungsschächte hier. Hat uns ja vorhin ein so ein scheiß Alien da kaschiert. Ah, die Treppe sind wir auch runtergerannt vorhin. Kann das sein? Oh, Speicherpunkt. Speichern. Sehr schön. Das kann nur heiter werden. Puh, wieder schleichen. Schleichen, schleichen, schleichen. Meine Güte. Und wie gesagt, die haben nicht gelogen, was die Trailer anging von Alien Isolation. Es sieht wirklich so aus. Unglaublich. Und es ist richtig ein tolles Spiel bis jetzt. Wunderbar. Gefällt mir richtig gut. Ja, genau, hier waren wir gewesen. Ja, 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 hier bin ich gestorben. Stimmt ja. Und da kam der eine Typ da und dann hat mich das Alien kassiert. Ja, 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 ich weiß. Jetzt die Oma von P.T. wäre auch cool. So, ach ne, wir müssen da lang, ne? Hä? Nee, warte mal. Hä? Wo müssen wir denn hin? Hier, ne? Da müssen wir lang, ne? Aber ich glaube, der Typ kommt in unsere Richtung. Stimmt, hier war irgendwas gewesen. Ja, 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 ich entsinne mich. Und wir müssen, glaube ich, in diesen Raum, glaube ich, rein, ne? Oder? Gefährlich, 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 gefährlich. Na, wo gehst du lang? Wo gehst du lang? Ja genau, er kommt in unsere Richtung. Ist ja sowas von klar. Warum auch nicht? Wäre ich mal schnell weitergegangen, ich Blödmann. Meine Güte. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, 102 Zuschauer. Seid ihr denn verrückt? Ihr seid die Geilsten. Ihr seid meine Motivation. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr Let's Play Live Show. Heute Überlänge quasi. Geh weg! Geh weg! Ich will nicht rennen! Ich will nicht rennen wegen dem Alien schon alleine! Oh, geh weg, 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 geh weg! Du Scheißdingen, geh weg, du Scheißdingen! Geh weg, du Scheißdingen! Scheiße, 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 hallo! Scheiße, 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 scheiße! Ich muss nach rechts, ne? Fuck. Ich muss nach rechts. Und die Assis... Na, da laufen sie. Da läuft er. Jetzt raus! Boah! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da lang.
Oh, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja, fick dich, du scheiß Android. Fick dich, fick dich. Oh. Boah, war das ein Stress, ey. Meine Güte. Wahnsinn. Unglaublich. Ich glaube, der Nightbot funktioniert nicht mehr. Kann das sein? Weil ich glaube, ich sehe im Chat nämlich, glaube ich, nicht mehr Werbung stehen. Werde ich gleich mal in der Pause durchlesen. Oder beziehungsweise wir machen jetzt gleich mal eine kleine Pause. Eine kleine Pipi- und Pupu-Pause. Und Wahnsinn, 128 Zuschauer. Ihr seid ihr denn verrückt? Ihr seid die geilsten, kann ich nur sagen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Freitags und Samstags immer um 20 Uhr. Und YouTube-Channel, wie gesagt, Reflex GER, falls ihr mich da mal besuchen möchtet. Wahnsinn. Wie gesagt, Alien Isolation für mich auch erst einmal. Willst du mich hauen? Gizmo? Willst du denn mich hauen? So, Gizmo ist übrigens meine Katze. Ja, erstmal natürlich, was immer wieder fehlt. Prost zusammen. So. Nehmen Sie den Transit zur Skmeet-Turm, zum Skmeet-Turm. Wo? Okay. Wir lassen das Alien mal in Ruhe und laufen nicht. Okay, da unten ist auf jeden Fall der Transit. Da müssen wir schnell zur Station. Oh oh. Oh oh. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf! Verdammt. Mach die scheiß Tür auf. Ich kenne den Weg nach Hause. Ich will auch nicht rennen, weil ich ganz genau weiß, haben wir ja gesehen vorhin, wenn man rennt, dann ja, kann das Alien einen schneller schlappen. Schlappen ist auch gut, schnappen. Oh Gott. Oh mein Gott. Mein Gott, warum gibt es hier keine Rolltreppen? Obwohl es aussieht wie Rolltreppen. Naja, egal. Ja, hier sind wir richtig. Und ja, jetzt drücke ich. Ist mir egal. Jetzt renne ich. Drück drauf, verdammt nochmal. Drück doch drauf. Oh Gott, 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 oh Gott. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Oh. Oh, Gott sei Dank. Meine Gott. Meine Götte. Meine Götte, meine Götte. Huh. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Obwohl, vorhin stand irgendwie, ja, je länger sie sich verstecken, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie nicht mehr gesehen werden. Zusätzliche Ressourcen, Gewalt gegen Menschen wird Programmierung von Systemik, das heißt aber nicht, dass Hiwis nicht dazu in der Lage sind. Überleben ist einfacher, wenn sie okay. Dieser dramatische Ladebildschirm. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass die ganzen Gamer immer nur dadurch aggressiv werden, weil die Ladebildschirme so unheimlich gruselig sind. Deswegen. So, Ziel aktualisiert. Medipack, wir sind gut ausgerüstet, finde ich auch. Nee, ich wollte das Medipack ausrüsten und dann benutzen. Sehr schön. Ja, die Batterie wollte ich nachladen. Genau. Und bevor wir jetzt weitergehen, machen wir jetzt natürlich eine klitzekleine Pause. PP und Pupu-Pause, Raucherpause, Chips-Hol-Pause, Popcorn-Pause. Und da geht's spannend weiter. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Also bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Mein Gott, was die Zuschauerzahlen wieder sinken, wenn man eine kleine Pause hat. Prost, aber ich muss ja auch mal auf die Toilette. Die, die da geblieben sind und dran geblieben sind, natürlich vielen, vielen Dank. Ripley. Oh, Gott sei Dank. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt.
Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken Sie sich im Spind. Verstecken. Genau. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Okay, also Zugfahren ist jetzt nicht mehr. Das ist nicht gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Weiter geht's. Aber hier waren wir doch schon, oder? So, und wir werden jetzt ein wenig... Oh, da hinten läuft jemand. Ich habe ihn gesehen. Wer auch immer das ist. Schauen wir mal. Abgeschlossen. Ja, super. Wer läuft denn da? Oder wer ist das? Okay. Das sind auf jeden Fall Menschen. Die sehen uns auch. Die sehr aggressiv... So wie er steht. How are you, kid? Mortal Kombat! So stehen die auf jeden Fall da. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles haben. Haben wir irgendwas rumliegen, was wir aufsammeln können? Was wir gebrauchen können irgendwie? Können wir was bauen vielleicht? Oder irgendwas herstellen? Nee, ich glaube nicht. Nein. Okay. Den Revolver haben wir noch gar nicht benutzt. Den werden wir wahrscheinlich gleich mal ausprobieren, falls wir auf einen menschlichen Gegner treffen. Muss. Boah, geil. Ich muss immer wieder sagen, wie geil das Spiel doch aussieht. Unglaublich. Hey, Sie, brauchen Sie Hilfe? Ja, sicher, natürlich. Einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Wo ist er denn? Ah, hier, okay. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Okay. Dann fahren wir mal zu dem medizinischen Bereich und ein Ladebildschirm. Na los, trödeln Sie nicht. Auf der Station gibt es viele vermisste Personen. Sammeln Sie Ihre Ausweiskarten. Okay. Also müssen wir anstatt die vermissten Personen auch die Ausweiskarten einsammeln, um diese vermissten Personen, diese 50, die es ja gibt, freizuschalten. Auf der Station gibt es viele vermisste Personen. Sammeln Sie Ihre Ausweiskarten ein, um noch mehr zu entdecken. Ja, das wissen wir jetzt. Ladebildschirm. Gizmo. So. Finden Sie einen Weg, San Cristobal kontaktieren. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so... Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ja, Moment. Lass mich erstmal mich umsehen, okay? Boah, das sieht so geil aus. Oh, ich kann gar nicht aufhören zu spielen. Das ist ja das Geile daran. Also wenn mich Spiele so fesseln, das ist schon echt super. Also das Geld hat sich definitiv gelohnt für das Spiel. Also wer jetzt noch Zweifel hat und eine Meinung sich einholen möchte, ich bin ja einer, der sehr, sehr viel auf Spielemeinung gibt und auch gerne Spielemeinung rausgibt. Also wer auf so Horror-Survival...